Das Leben eines Singles. Forever alone. Man ist schon so lange einsam, dass man schon mit sich selbst Selbstgespräche führt. Ja, und das Mindset die ganze Zeit, verstehst du? Das ist einfach cool, dass man miteinander einfach so viel zu tun hat, verstehst du? Und deswegen dachte ich mir, okay, was soll ich machen? Verstehst du, ich meine? Wo soll ich denn hingehen? Habe ich gesagt, nö. Das Schlimmste ist, wenn man glückliche Pärchen vorbeilaufen sieht. Man wird die am liebsten verprügeln. Hör auf rumzutoteln, Mann, mach das zu Hause. Und es kommt mir so vor, als ob alle meine Freunde vergeben sind. Ey, yo, Bruder, wollen wir uns heute treffen? Ah, du bist wieder mit deiner Freundin. Okay. Und das sind die typischen Sätze, die jeder Single sagt. Lieber alleine glücklich als unglücklich vergeben. Wozu brauche ich eine Beziehung? Heutzutage gibt's auch keine richtigen Frauen mehr. Und das ist der Lieblingssatz von allen Single-Frauen der Welt. Ich sehe nur noch Bärte, aber keine Männer. Und ich glaube, jeder kennt diese Singles, die versuchen, andere Beziehungen schlecht zu reden. Hey Bruder, Alter, ich bin so glücklich mit meiner Freundin, Alter. Kann ich dir einen Tipp geben? Mach Schluss mit dir. Hey, vertrau mir, mach einfach Schluss mit dir. Guck mal, ich wünsche dir nur das Beste. Mach Schluss, weil ich glaube, sie wird dich morgen betrügen. Okay, ich hab so ein Gefühl. Und als Single muss man sich natürlich auch rechtfertigen, warum man alleine ist und warum es auch besser ist, alleine zu sein. Guck mal, die Frauen heutzutage sind sowieso kompliziert, ist auch viel zu teuer, allein ist auch sowieso alles viel, viel besser. Wozu soll ich eine Beziehung haben? Ganz ehrlich, Mann. Ich scheiß drauf. Wenn ich wollte, könnte ich sowieso eine Freundin haben. Weißt du, ich meine? Und ich glaube, 90% der Singles melden sich heimlich bei Tinder an. Ich bin seit 2 Wochen bei Tinder, hab immer noch kein Match. Dann gibt es aber auch die Singles, die sagen, sie interessieren sich nicht mal für ihre Ex-Freundin, reden aber im gleichen Atemzug die ganze Zeit von ihrer Ex-Freundin ununterbrochen. Meine Ex-Freundin, die war schon irgendwie ganz cool, aber es hat einfach zwischen uns nicht geklappt, verstehst du? Und ich bin auch glücklich, dass ich nicht mal mit dir zusammen bin, weil ich habe auch gar kein Interesse mehr, verstehst du? So, weil ich bin einfach so, wie es jetzt gerade ist, alleine viel glücklicher. Oh, Barry, weißt du? Was los? Halt's Maul! Small! Aber meine Ex-Freundin, verstehst du, war so ein Mensch, hey Barry! Und ich hab gesagt, hey Freundin! Und sie dann, okay! Und ich dachte dann, Leute, erstmal danke für die zahlreichen Kommentare aufs letzte Video. Leute, die nächste Sache ist, guck mal, ich mach's einfacher. Ich schlag jetzt vor, welche Videoideen ich habe und ihr kommentiert einfach, welches Video am besten sein würde. Kanacke als Polizist? Bibis Beauty Palace als Kanacke? Oder soll es Nummer 3 was komplett anderes sein und ihr entscheidet es einfach? Also Leute, einfach kommentieren. Und die nächste Sache ist, Leute, ich habe bald eine Deutschlandtour. Ihr sollt ein Teil von meiner ersten Deutschlandtour sein, denn ich will Comedy auf die Bühne bringen. Ich will die Prototyp-Comedy machen. In der Beschreibung gibt es alle Ticketdaten, wo ich sein werde. Ich komme in eure City, Leute, und ich bin gespannt, welches Video ihr unbedingt haben wollt.